Guten Morgen, ich bin Monika Hanisch, geboren 1934 in Köln, ein Jahr nach Hitlers Machtübernahme. Meinen Eltern bin ich dankbar, dass sie nie mit den Nazis sympathisierten. Als ich 3 Jahre alt war, zogen wir nach Düsseldorf, wo ich später eingeschult wurde. Während des Krieges war mein Vater an verschiedenen Orten in Deutschland stationiert und wir zogen oft in seine Nähe. Ich habe lebhafte Erinnerungen an Bombenangriffe, die wir im Luftschutzkeller des Nachbarhauses überlebten. Zum Beispiel, als ich 5 war und meine Mutter meinen erst wenige Wochen alten Bruder im Wäschekorb zum Nachbarhaus getragen hatte. Als mein Vater nach Russland versetzt wurde, zog meine Mutter mit uns Kindern aufs Land in der Nähe von Köln. Kurz vor Ende des Krieges desertierte mein Vater und versteckte sich bei uns. Er wurde zum Glück nicht interniert. Wir zogen nach Karlsruhe, wo mein Vater eine Stelle angenommen hatte. Einige Jahre später wollte meine Mutter die Scheidung, weil mein Vater mit der Frau, die er bei einem Einsatz in Dänemark kennengelernt hatte, den Kontakt nach dem Krieg nicht abbrechen wollte. 1952 wurde dann mein Bruder meinem Vater zugesprochen und ich blieb bei meiner Mutter. Als sie und ein ehemaliger Geschäftspartner meines Vaters danach heirateten, siedelten wir nach Freiburg um, wieder eine neue Schule. Ich bestand das Abitur dort nach 2 Jahren. Geld für ein Universitätsstudium gab es nicht. Ich konnte jedoch eine 2-jährige Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin machen. Meine erste Arbeitsstelle war in einem Schwarzwälder Sanatorium, das über Winter geschlossen wurde. Ich war dankbar, als eine Freundin mir dann eine Stelle in einer Privatklinik in Stuttgart vermittelte. Dort lernte ich im Sommer 1958 meinen späteren Mann Franz kennen, der als Ingenieur bei Mercedes angestellt war. Als er ein gutes Angebot von Volkswagen in Wolfsburg bekam, folgte ich ihm, nachdem ich eine Stelle in einem Krankenhaus im Nachbarort erhielt. Kaum hatten wir uns verlobt, als Franz nach Kassel versetzt wurde, wo wir dann 1960 heirateten. Nicht zuletzt, weil das eine Bedingung für eine Neubauwohnung war. Ich wurde endlich schwanger, als wir uns gerade für einen 3-jährigen Vertrag in Südafrika bei Volkswagen entschieden hatten. So reiste Franz erstmal allein nach Uitenhage im Ostkap. Als Franz schrieb, dass er mich brauche, reiste ich ihm 1965 mit dickem Bauch nach. Wir bezogen ein kleines Haus und Sabine wurde 2 Monate später geboren. Nach 3 Jahren verlängerte Franz den Volkswagen-Vertrag und wir besuchten zum ersten Male Eltern und Großeltern in Deutschland. Anfang 1970 hatte ich in Uitenhage einen schweren, nicht von mir verursachten Autounfall, als ich erst ein paar Wochen mit unserer zweiten Tochter Stefanie schwanger war. Obwohl der Käfer einen Totalschaden hatte, war ich nur leicht verletzt. Dass ich nicht Sabine im Auto hatte und meinem ungeborenen Kind nichts passiert war, dafür bin ich sehr dankbar. In der Zeit beschlossen meine Mutter und mein Stiefvater, sich in Südafrika niederzulassen. Ein Jahr später verstarb er unerwartet und meine Mutter zog nach Freiburg zurück. Anfang der 70er Jahre in der Ölkrise kündigte Franz bei VW, um andere Berufsmöglichkeiten zu erkunden. 1975 bekam er dann eine Anstellung bei BMW in Roslyn und so wurde Pretoria unsere neue Heimat. Sabine ging in die deutsche Schule, bald auch Steffi und wir wohnten in einem großen Haus in Linnodritsch mit Garten und Pool. Anfang der 80er Jahre erlebten wir ein unvergesslich schönes Jahr in München, als Franz dort bei BMW eine Fortbildung machte. Da konnte ich mal wieder richtig Kultur tanken. Sabine bestand das Matrik an der DSP und studierte als eine von 3 Mädchen Chemical Engineering an TUX. Steffi entschied sich später für ein Medizinstudium auch an TUX. 1986 nahm ich eine Halbtagsstelle im Labor beim Ondersteport Veterinärinstitut bei der Tiertuberkulose-Diagnostik an. Ich hatte vor 30 Jahren zuletzt als MTA gearbeitet und mein deutscher Abschluss wurde auch nicht anerkannt. Entsprechend klein war mein Gehalt, aber ein Glück, dass ich die Arbeit hatte, denn Ende des Jahres musste Franz unerwartet in Frührente gehen. Er versuchte vergeblich eine neue Anstellung zu bekommen und beteiligte sich schließlich an einem Projekt der Deutsch-Südafrikanischen Handelskammer, ein Bildertraining-Center in Soweto aufzubauen, wo Schwarze eine anerkannte 6-monatige Ausbildung machen konnten. Das erforderte einen großen Einsatz, für den Franz später mit dem Bundesverdienstkreuz belohnt wurde. Ich arbeitete inzwischen vollzeitig und wurde nach 12 Dienstjahren pensioniert.
Danach war ich bis 2010 ehrenamtlich eine der Schriftführerinnen des Deutschen Frauenvereins. Wir besuchten abwechselnd unsere Töchter in den USA, die inzwischen beide dort Familien gegründet hatten. Sabine mit zusätzlichem Tiermedizinstudium und einem Sohn lebt in Bellingham, Washington. Und Steffi, die als Kinderpsychiaterin in Fargo, North Dakota arbeitet, hat zwei Söhne. 2011 starb Franz nach kurzem Krebsleiden und seitdem wohne ich im Equestria Retirement Village. Ich bin dankbar für viele Bewahrungen in meinem Leben, dafür, dass ich noch recht gesund bin und dass ich in dieser Zeit, wo ich nicht reisen, von den Erinnerungen an schöne Reisen und an gute Begegnungen mit lieben Menschen zehren kann.